Hallihallo, hallöle, willkommen zurück zu Let's Play Gogo Nippon 2015. Da bin ich wieder und ja, da sind wir wieder, ne? Hast mich schon wieder fast vergessen. Nein, hab ich nicht. Ja, aber du hast zuerst und dann bin ich wieder. Ja. Ja. Oder bin ich auch du? Ich und du. Müllers Kuh. Müllers Esel, das bist du, ja. Gut, lassen wir den Mist. Ja, wir haben noch zwei Besichtigungsorte auf unserer To-Do-Liste sozusagen. Und ja, das ist der Kabukiza, was immer das ist, weiß ich selber nicht. Und der Skytree natürlich. Ja, ich denke mal, wir wollten ja weiter die Reihenfolge so einhalten hier, ne? Mhm. Dann würde ich sagen, geht's jetzt so nach Kabukiza. Ich denke, ich würde gerne hierhin. Zum Kabukiza? Das ist allerdings ein sehr japanischer Ort. Apropos, wo ist das Kabukiza überhaupt? Das weißt du nicht, Akira? Naja, ich war noch nie dort. Wirklich? Obwohl du Japanerin bist? Die meisten Japaner waren noch nie im Kabukiza. Wirklich? Ich habe angenommen, dass dort alle Japaner einmal hingehen. Greenbird, was glaubst du, wo das Kabukiza ist? Das Kabukiza, Kabuki... ich weiß nicht. Ich glaube eher, dass du gar nichts weißt, aber egal. Ich weiß, das Kabukiza ist in Shinjuku, oder? Was? Shinjuku? Stimmt das? Ich meine, Kabukicho ist doch in Shinjuku, oder nicht? Oh, stimmt. Heißt es deswegen Kabukicho? Aber ist das Kabukiza wirklich in Kabukicho? Ist es nicht? Tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Was? Ist es nicht? Wieso? Der Name Kabukicho kommt daher, weil Shinjuku nach dem Krieg in Trümmern lag und sie versuchten, das Kabukiza dort wieder aufzubauen. Ja, Lu, erzähl doch mal, was es eigentlich ist, Mensch. Ja, die Riesen voll um den heißen Brei. Wirklich? Warum ist das Kabukiza da nicht dort? Die Planungen sind gescheitert, aber der Ort wurde bereits so benannt und der Name nicht mehr geändert. Sieh an, so war das also. Stattdessen hat man auf dem zugedachten Platz das Koma-Theater errichtet. Dann wurde es abgerissen und jetzt steht dort ein Einkaufszentrum. Aber auch ohne das Kabukiza hat sich das Gebiet zu einem der größten Unterhaltungsvierteln Japans entwickelt. Das ist nicht zu verachten. Also ist Shinjuku Teil der Geschichte des Kabukizas, das ist interessant. Das Kabukiza in Ginza, welches während der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, wurde an seinem ursprünglichen Standort wieder aufgebaut. Das derzeitige Kabukiza, nachdem es in 2013 wieder aufgebaut wurde, ist der fünfte Wiederaufbau des Gebäudes. Der fünfte Wiederaufbau? Das Gebäude hat eine ganz schöne Geschichte hinter sich. Also wäre der nächste Bahnhof Ginza? Man kann von Ginza dorthin gelangen, aber ich denke, dass Higashi Ginza am nächsten wäre. Lasst mich mal nachschauen. Ah, ich wusste es. Es ist direkt in Higashi Ginza mit Higashi Ginza verbunden. Aber von hier gesehen wäre es trotzdem einfacher, nach Ginza zu fahren und von dort aus zu laufen. So nebenbei, Onee-chan, hast du Kabuki schon mal gesehen? Trotz meiner großen Töne noch nie. Was, wirklich? Ich schätze, dass die Japaner Kabuki wirklich für etwas Besonderes halten müssen. Das ist wahr. Ich würde es gern einmal sehen, aber die Kosten machen es nicht einfach. Oh, die Kosten. Ist Kabuki so teuer? Die meisten denken so, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Wartet kurz, ich schaue mal nach. Logenplätze kosten 20.000 Yen. Plätze in der ersten Reihe kosten 18.000 Yen, steht hier. Na
Das ist so eine Art Theater wahrscheinlich, oder? Hm? 20.000 Yen? Oh mein Gott, unmöglich, vergessen wir das. Warte, warte, jetzt gib nicht gleich auf. Das sind die teuersten Plätze. Die billigsten kosten etwa 4.000 Yen, so wie es aussieht. 4.000, ja, das ist einiges billiger, kommt mir aber trotzdem noch teuer vor. Verstehst du jetzt, warum wir es als unerreichbar betrachten? Definitiv. Das scheint von der Aufführung abhängig zu sein, aber das sind die Preise für die derzeitige. Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit, sich mal eine anzuschauen, aber 4.000 Yen ist etwas viel. Das würde ich vielleicht für ein Tagesticket in einem Vergnügungspark zahlen. Naja, und ich wäre mir nicht mal sicher, ob ich die japanische Sprechweise verstehen könnte. Nicht mal ich bin mir sicher, ob ich sie verstehe. Und für diesen Preis will ich den Versuch nicht wagen. Oh, wartet mal kurz. Es gibt billigere Tickets. Ja, wirklich? Also, eine einzelne Aufführung im Kabuki-Za ist in verschiedene Akte unterteilt und es gibt Tickets, um sich nur einen Akt anzusehen. Die nennen sich Einzelaktplätze. Einzelaktplätze? Was kosten die? Das hängt davon ab, welchen... Mein Handy... Wecker. Ja und? Ja, hört man das? Nö, ich höre nix. Okay. Das hängt davon ab, welchen du sehen willst. Aber für die heutige Aufführung liegen sie zwischen 800 und 1600 Yen. Hey, es ist ja viel billiger. Also kostet das teuerste so viel wie eine Kinokarte? Das ist gar nicht so übel. Würdest du dann Aki-chan mitnehmen? Also, hast du Lust? Ja, ich komme mit. Ich wollte schon immer mal eine davon sehen. Klasse, dann los. Aber wie machen wir das mit den Tickets, meine ich? Können wir die einfach so ohne Reservierung kaufen? Einzelaktplätze kann man nur am Tag der Aufführung kaufen. Also müsstet ihr sie so oder so heute kaufen. Verstehe, das macht es tatsächlich bequemer für Menschen wie mich. Ins Kabuki-Za kommt man meist nur mit reservierten Tickets. Darum sind die Aufführungen schnell ausverkauft. Vielleicht sind sie für die Leute gedacht, die kein Ticket ergattern konnten, es aber dennoch ausprobieren wollen. Hier ist der Zeitplan für die heutige Aufführung. Es gibt 3 Akte am Tag und 3 am Abend. Und für jeden gibt es einen anderen Preis. Sieht so aus, aber wenn wir jetzt gehen, sollten wir uns einen von den 3 Akten am Tag an aussuchen, oder? Klingt gut, zeitlich gesehen. Achso, klingt gut, zeitlich gesehen. Hier stehen die Titel, aber ich weiß nicht, welche Geschichte was ist. Ist zwar traurig, aber ich auch nicht. Ach, dann suchen wir uns etwas nach der Zeit aus. Wie wäre es denn um 12.50 Uhr? Klar, klingt gut. Hier steht, dass der Verkauf der Tickets für diese Aufführung um 11.15 Uhr stattfindet. Wenn ihr jetzt losgeht, schafft ihr es gerade so. Warum lernst du während der Zugfahrt nicht noch etwas über Kabuki? Gute Idee, ich weiß rein gar nichts darüber. Ich auch nicht. Okay, dann lass uns im Zug etwas darüber lernen. Okay. Auf ins Theater. Auf geht's, wir brauchen circa 40 Minuten, also lass uns ein paar Nachforschungen anstellen. Was willst du wissen? Ich weiß nicht mal, was ich wissen will. Okay. Geht mir auch so. Okay, dann fangen wir einfach damit an, was das Kabuki überhaupt ist. Gute Idee. Du weißt, dass es eine Art traditionelles japanisches Theater ist, richtig? Es ist einzigartig in Japan und wird als wichtigstes Kulturgut ausgewiesen. Wichtigstes. Wichtigstes. Stopp.
Ja, sorry, du hast aber gesagt, ich darf dich korrigieren, also bitte. Ja, aber... Ein wichtiges Kulturgut, anders gesagt ein wertvoller Teil eurer Geschichte, ja? Ganz genau, der Begriff Kabuki stammt von, dem alten Wort Kabuku ab. Steht hier. Kabuku? Kabuki bedeutet geneigt. Kabuku bedeutet in diesem Fall etwas anderes. Nämlich sich sonderbar zu benehmen oder exzentrisch zu kleiden. Sich exzentrisch kleiden? Gegen Ende der Zeit der streitenden Reiche und den Beginn der Edo-Zeit fingen die Leute an, schrille Kleider zu tragen und sich merkwürdig zu verhalten. Diese Menschen bezeichnete man als Kabuki Mono. Auffällige exzentrische Kleidung. Stimmt. In Kabuki tragen sie auffälliges Make-up und Kostüme, oder? Ganz genau. Farbenreiche, auffällige Kostüme, Make-up und Bühnenbilder sind alles Charakteristika von Kabuki. Aber wie sind sie von Kabuki Mono auf Kabuki gekommen? Mal sehen. Ein Tanz namens Kabuki Odori war relativ bekannt geworden, aber hat sich später in das heutige Kabuki abgewandelt. Oh, also hat alles als eine Art Tanz angefangen. Eine weitere Charakteristik von Kabuki, nämlich das auffällige Make-up, ist als Kumadori bekannt. Das Make-up wird als Kumadori bezeichnet? Und noch eine Eigenschaft des Kabukis ist, dass alle Rollen von Männern gespielt werden. Was? Im Kabuki gibt's keine Frauen? Gleich wieder umdrehen, Zug zurück, Rückfahrt, ab nach Hause. Naja, schon gut. Ja, das hättest du gemacht, ne? Nein! Nicht, wenn wir schon losgefahren sind, du. Es gibt schon weibliche Rollen. Aber sie werden alle von Männern gespielt. Männer, die eine weibliche Rolle spielen, heißen Onagata. Oh, weia, okay. Oh, Onagata, von denen habe ich gehört, aber ich hätte nie gedacht, dass alle weiblichen Rollen von Männern gespielt werden. Die eine Frau spielen, heißen Onagata. Und die einen Mann spielen, heißen Tachiyaku. Tachiyaku, aha. Tachiyaku unterteilt sich im Weiteren in Katagiyaku, Dokegata, Oyakigata und Wakachugata, während die Onagata in Kajagata, Wakaonagata und Kokoyaku unterteilt sind. Verdammte Scheiße. Oh, sorry. Also gibt es diese Rollen immer? Anscheinend bilden sie die Grundlage. Sobald man die Rollen kennt, soll das Zuschauen für Zuschauer einfacher sein, steht hier. Aber kann ich denn unterscheiden, wer welche Rolle spielt? Ich weiß nicht, ob ich die Kabuki-Sprache verstehen werde. Naja, ich denke, Kabuki soll man durch das Make-up und die Kostüme verstehen. Was? Also kann man allein durch Zusehen erkennen, was vor sich geht? Du wirst die Grundlagen erwerben, was bestimmte Kostüme oder bestimmte Farben darstellen. Zum Beispiel Rot steht für Jugend und Gerechtigkeit. Blau steht für den Adel und Schurken, die versuchen, das Land zu übernehmen. So wie rachsüchtige Geister. Braun steht für das Menschen verkleidet der Yokai und so weiter. Oh, ich verstehe. Sich das alles zu merken, könnte sich als schwierig herausstellen. Aber wenn man dem Ganzen dann allein mit den Augen folgen kann, macht es das einzigartig und einfacher zu verstehen. Es ist vielleicht leichter, wenn du dir einfach die Charakterbesetzung und deren Rollen in der heutigen Aufführung merkst. Dann werde ich mir das bis zu unserer Ankunft einprägen. Akira, hilfst du mir dabei? Na klar, ich muss mir das ja auch einprägen.
Wow, das ist also Ginza. Das ist doch berühmt, oder? Da waren wir doch schon. Okay. Ja, aber das ist der erste Besuch dort, Dreamy. Verstehst du? Er tut so, als ob er noch nie dort gewesen wäre. Ja, okay. Ja. Ja, es ist voller teurer Läden. Es wird als für junge Menschen unerreichbar angesehen. Ginza ist aber nicht unser heutiges Ziel. Ich glaube, Kabuki-za liegt in dieser Richtung. Ist es weit bis dahin? Ich denke, es sind noch 5 Minuten zu Fuß. Wenn wir von hier aus immer gerade auslaufen, sollten wir es nicht verfehlen. Dann kommen wir ja rechtzeitig an. Sieht aus, als würde der Ticketverkauf genau mit unserer Ankunft starten. Also lass uns einen schönen, entspannten Spaziergang machen. Okay. Wir sind da. Das ist also das Kabuki-za. Oh. Wow, das ist unglaublich. Oh. Ist es wie Kyoto? Nein, China. Es hat schon eine japanische Atmosphäre, aber gleichzeitig ist es so schrill. Naja, das ist halt Kabuki. Oh, Kabuki-Mono, du hast recht. Selbst das Gebäude sieht aus, als hätte man das mit Kabuki-Make-up geschminkt. Okay. Stimmt, jetzt fällt es mir auch auf. Ich sehe es andauern. Darum habe ich gar nicht darauf geachtet. Ups! Sorry. Oder? Was treibst du da? Ich habe nur aus Versehen das Bild weggeklickt. Ah ja. Darf ich ein Foto machen? Ah, ich schieße auch eins. Wir sind zu nah dran, ich bekomme nicht alles drauf. Du hast recht, wir müssen über die Straße. Aber lass uns zuerst die Tickets kaufen. Wo kaufen wir die denn? Warte kurz. Fragen wir die Person da drüben. Die Leute in den Anzügen, die am Eingang herumstehen, müssen das Personal vom Kabuki-za sein. Entschuldigen Sie, wir würden gern Tickets kaufen. Wohin müssen wir dafür? Haben Sie eine Reservierung? Wir wollen nur Einzelakt-Tickets. Dann hier entlang, bitte. Oh, du hast recht. Da ist ein Ticketverkäufer direkt am Eingang. Box Office for Single Act. Da kaufen wir also unsere Einzelakt-Tickets. Welchen Akt möchten Sie sich denn ansehen? Und der Zeitplan steht auch gleich hier drauf. Wir hätten gern den zweiten. Die gehen in 10 Minuten in den Verkauf. Würden Sie bitte so lange dort hinten Platz nehmen? Ah, machen wir. Du hast ihn gehört, Dreambird. Einfach dorthin setzen, ja? Okay. Schauen Sie sich zum ersten Mal eine Einzelaktaufführung an. Ja, wir sind auch zum ersten Mal im Kabuki-za. Ich führe einen Freund aus einem anderen Land herum. Dann lesen Sie bitte diesen Ratgeber, solange Sie warten. Auf der Rückseite steht auch alles auf Englisch. Vielen Dank. Was ist das? Ein Klemmbrett? Da steht eine Erklärung zu Einzelaktplätzen drauf. Auf der Rückseite sollen auch englische Erläuterungen stehen. Oh, tatsächlich. Das ist sehr aufmerksam. Hier müssen eine Menge Touristen aus anderen Ländern herkommen. Wären das dann nur Sie beide? Oh ja, nur wir zwei. Wir rufen Sie 30 Minuten vor der Aufführung auf. Gehen Sie durch diesen Eingang und dann zum Fahrstuhl. Bitte warten Sie mindestens 30 Minuten im Voraus in der Lobby im 4. Stock. Verstanden, vielen Dank. Unsere Plätze sind also im 4. Stock? Schätze schon. Sieht so aus, als hätten die Einzelaktplätze im 4. Stock ihren eigenen Eingang. Da steht Eingang für die Einzelaktplätze. Da steht auch, dass man sich im 4. Stock seine Plätze aussuchen darf. Oh, du hast recht. Ja, im 4. Stock gibt es keine Sitzplatzreservierung. Sobald Sie drinnen sind, suchen Sie sich bitte einen Sitzplatz aus. Ist der Einlass nach wer zuerst kommt, mal zuerst? Nein, auf Ihren Tickets stehen Nummern. Sie werden in dieser Reihenfolge hereingelassen. Aber wenn Sie bei Aufruf zu spät kommen, werden Sie ans Ende der Warteschlange versetzt.
Mit anderen Worten, nicht zu spät kommen. Verstanden. 30 Minuten vor der Aufführung da sein, Einlass in der Reihenfolge der Ticketnummern und dann können wir uns irgendeinen Sitzplatz aussuchen. So sieht's aus. Was noch erwähnenswert ist, jede Person kann nur ein Ticket kaufen. Was bedeutet, dass man sich anstellen muss, um ein Ticket zu bekommen? Darum hat er gefragt, ob wir nur zu zweit sind. Aber das Personal war wirklich nett. Er hat uns sehr genaue Informationen gegeben. Aber wirklich sehr zuvorkommend von ihm. Aber das ist Japans traditionelles Theater, wie man es kennt. Selbst das Personal ist tadellos und erstklassig. Auch wenn es mit relativ merkwürdiger Stimme spricht. Wie die Angestellten in einem historischen Hotel. Ja, das ist wahr. Das ist eben Japans traditionelles Kabuki-Theater. Selbst das Personal ist denen der meisten Touristenattraktionen voraus. Hey, hier steht, dass manche auch stehen müssen. Wirklich? Denkst du, wir bekommen noch Sitzplätze? Noch stehen nicht viele Menschen an, also sollten sie das. Wir verkaufen 150 Einzellack-Tickets und haben ca. 90 Sitzplätze. Danke. Sie sind hier ja wirklich höflich. Jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, stürzen sie sich mit der Antwort auf mich. Wie ein erstklassiger Sekretär oder Butler. So viele stehen noch nicht an. Wir sind ganz bestimmt unter den ersten 90. Das ist gut. Langsam werde ich aufgeregt. Bitte besuchen Sie auch diesen Ort. Eine Broschüre? Der Kabuki-Tsar-Tower. Kennen Sie das große Gebäude hinter dem Kabuki-Saar? Ja, wir haben es auf dem Hinweg gesehen. Das besagte Gebäude nennt sich Kabuki-Saar-Tower. Im 5. Stock befindet sich die Kabuki-Saar-Galerie. Dort sind die Requisiten und Kostüme unserer Kabuki-Produktionen ausgestellt. Wir würden uns über einen Besuch von Ihnen sehr freuen. Man kann sich die Requisiten und Kostüme des Kabuki aus der Nähe ansehen? Das klingt interessant. Der Eintritt beträgt 600 Yen, aber mit einem Ticket vom Kabuki-Saar erhalten Sie einen Rabatt von 100 Yen. Wenn wir schon mal hier sind, warum schauen wir dann danach nicht auch noch dort vorbei? Ja, hört sich gut an. Wir beginnen nur mit dem Verkauf der Einzellack-Tickets für den nächsten Akt. Oh, es ist soweit. Hier entlang bitte. Komme. Zahlen Sie zusammen? Ja, ich übernehme das. Zahle man uns Öhne. bist du sicher? Keine Sorge, ich lade dich ein. Also zwei Personen zusammen zahlen. Zwei Tickets. Sie meinen dich? Du brauchst das nicht zu wiederholen. Oh, richtig. Das wären dann 3200 Yen für zwei. Okay, bitte, ich hab's passend. Passend bezahlt. Vielen Dank. Puh, war ich vielleicht nervös. Ah, Ihre Tickets. Oh, total vergessen. Mensch, das war gerade keine Glanzleistung. entschuldige. Kein Grund zur Panik. Hier sind Ihre Tickets. Bitte seien Sie rechtzeitig zum Aufruf da. Nutzen Sie diesen Eingang, um zur Lobby im 4. Stock zu kommen. Okay, verstanden, danke. Puh, wir haben sie. Na endlich. Und ich habe die Nummer 1. Weil es noch sehr früh ist. Es sieht auch leer aus. Ich bin froh, dass wir jetzt schon gekommen sind. Wir müssen noch eine Stunde warten, bis es losgeht. Das stimmt. Wir sollten uns etwas suchen, um die Zeit totzuschlagen. Wollen wir etwas durch die Gegend spazieren? Na klar, schließlich haben wir noch reichlich Zeit. An so einem Ort gibt es einen Schrein und man sieht immer noch das Kabuki-Saar. Leute! Wenn ihr nicht genug Geld habt, um mal verschiedene Bilder da reinzubauen, dann lasst es. Nee, okay, wollen wir nicht übertreiben, aber ich finde sowas wirklich... Vielleicht ist in dem Gebäude auch ein Schrein. Ja, vielleicht, ja. Also ich schätze mal, dass wir vielleicht noch ein paar Textzeilen von der Vorstellung selbst sehen werden und dann hinterher noch diesen komischen Turm. War das ein Turm? Nee. Doch, genau, diesen komischen Turm, wo wir da hingehen sollten.
Und deswegen denke ich mal, wird es noch ein bisschen dauern und deswegen werden wir den weiteren Teil dieses Ausflugs wieder aufs nächste Mal verschieben. Denke ich mal. Wir haben es jetzt 25 Minuten wieder rum. Und ja. Wobei, andererseits, ich muss mal ganz kurz mit Ivy was besprechen. Kleiner Augenblick mal eben. So, da sind wir wieder. Ja, also wir werden auf jeden Fall jetzt den Part beenden. Und beim nächsten Mal dann, ja, auf jeden Fall diesen Abschnitt hier auch beenden. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch auch diesmal wieder gefallen hat. Und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es hier weitergeht mit der Vorstellung. Bitte? Achso. Ich hab gegähnt. Wenn es nächstes Mal weitergeht mit der Vorstellung und dann noch diesen Tower da hinten. Schauen wir mal, was uns da noch erwartet. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Leute, macht's gut. Ciao. Euer Dreamy. Und die, Ivy wird euch jetzt noch das Schlaflied singen. Guten Abend, gute Nacht. Mit Rosen bedacht. Okay, jetzt reicht's. Okay, ja, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Also. Ciao.